Hund hier ist, aber jetzt nicht so schlimm, dass diese Einladung unbedingt nötig ist. Helga ist 5, als ihre Mutter ihr Einlagen machen lassen will. Mit Gips nehmen die Ärzte einen Fußabdruck, in den 50ern so üblich. Danach sollte der Gips sofort entfernt werden, doch die Mutter hat anderes geplant. Und meine Mutter, die hat das also mit mir machen lassen. Und so wie der Gips trocken war, hat mich meine Mutter gepackt, ab ins Auto. Und dann hat sie zu mir gesagt, so, und nun kannst du nicht mehr weglaufen. Ich habe die ganze Fahrt über geschrien. Nur eine der drakonischen Strafen ihrer Mutter. Ihre ganze Kindheit wurde Helga gequält. Später musste sich die heute 61-Jährige durch eine lange Therapie von den Fesseln ihrer Vergangenheit befreien. Niemand rettete sie. Ärzte wurden unwissentlich zu Komplizen. Und die hatte aber ein Talent, sich immer einen sozialen Kreis zu schaffen. Ob das nur Nachbarn waren oder Freundinnen oder die Ärzte, die standen alle wie eine Mauer hinter ihr und haben ihr Rückendeckung gegeben. Helga will anonym bleiben. Zu viele Zeugen aus der Zeit leben noch. Seit 5 Jahren kämpft sie außerdem gegen Krebs. Trotzdem trifft sie sich mit uns in einem Park in Hessen, damit das, was ihr widerfahren ist, anderen Kindern erspart bleibt. Denn ihre Mutter leidet an Münchhausen bei Proxy, einem psychologischen Syndrom. Sie erfindet und provoziert Krankheiten bei Helga. Das kam, weil meine Mutter mich so oft in das nicht geheizte Badezimmer gesperrt hat. Das war für sie so eine Art Strafgefängnis. Und da drin habe ich gefroren wie ein Schneider, auch kalte Füße ständig bekommen. Und wenn meine Mutter der Meinung war, dass ich was ausgefressen hatte, dann hat sie mich an Ohren gezogen und hat mich da ins Badezimmer gesperrt. Tür zu, fertig, aus. Manchmal 2 Tage lang. Andere Kinder spielen und gehen zur Schule. Helga liegt mit Erkältung und Fieberkrämpfen im Bett, damit die Mutter sie pflegen kann. Meiner Mutter war das unheimlich wichtig, klarzustellen und vor aller Umwelt zu demonstrieren, wie aufopfernd sie mich pflegt. Dazu ist es ja nicht wichtig zu erwähnen, dass sie mich ins Badezimmer gesperrt hat. Die Show kam ja hinterher. Nochmal. Den Ärzten erzählen, was sie schon alles gemacht hat, wie sehr sie sich Sorgen macht. Ja, das klingt wie eine beginnende Lungenentzündung. Sodass alle Nachbarn sagen, die Frau hat das aber schwer mit dem Kind. Und was sie alles macht, auf was die Frau alles verzichtet. Das, was Helga passiert ist, ist vor 16 Jahren zum ersten Mal medizinisch bewiesen worden. Mit einer Überwachungskamera im Krankenzimmer filmte, wie hier nachgestellt, ein Klinikchef in London das Unfassbare. Eine Mutter erstickt ihr eigenes Kind, um es dann fürsorglich wiederbeleben zu lassen. Ein klarer Fall von Münchhausen bei Proxy. Eine Schwester platzt zu früh herein. Jetzt gibt es erstmals auch Fallzahlen für Deutschland. Martin Krupinski, Professor an der Uniklinik Würzburg, hat an fast 200 Kliniken 91 Fälle gezählt, plus 99 Verdachtsfälle. Die Störung kommt also häufiger vor als von Experten angenommen. Und Professor Krupinski schaute genauer hin. Wie wird misshandelt? Die einfachste Form ist falsche Angaben, zum Beispiel Fieber oder Krampfanfälle. Auf der nächsten Stufe wird zum Beispiel Blut der Mutter in den Urin des Kindes gemischt, was dann Folgediagnostik zur Folge hat. Und auf der schwersten Stufe werden Krankheiten direkt manipuliert. Das heißt, es werden zum Beispiel mit einem Kissen aufs Gesicht gedrückt und dadurch die Atemwege verlegt. Es wird Kot in Wunden geschmiert und dadurch Infektionen gesetzt. Es wird in Katheter gespuckt, was entsprechende Infektionen nach sich zieht. Und auf diese Weise werden dann auch die Ärzte in den Missbrauch mit einbezogen, indem sie immer wieder neue Untersuchungen machen müssen, zum Teil bis hin zu wiederholten Operationen, die völlig überflüssig und unnötig sind. Fast immer ist die Mutter Täterin. Das gequälte Kind ist im Durchschnitt 4 Jahre alt. Die Mütter nehmen häufig bleibende Schäden, manchmal sogar den Tod in Kauf. Es gibt Studien, die eine Sterblichkeit von 1/3 ergeben haben. Was treibt die Mütter? Sie benutzen das Kind als Vehikel, um in das Umfeld von Medizinern, Pflegepersonal zu kommen. Sie bekommen dort Aufmerksamkeit, auch Anerkennung, indem sie sich als fürsorgliche Mütter darstellen.
Und gleichzeitig können sie aber dann auch ihre destruktiven Impulse an den Kindern ausagieren. Helgas Mutter geht sehr weit. So setzt sie alle Hebel in Bewegung, um ihre Tochter operieren zu lassen. Als junges Mädchen hat Helga Unterleibsschmerzen. Da hat meine Mutter gesagt, na, das wird doch nicht der Blinddarm sein. Also die Diagnose hat sie immer gestellt. Und das hat so einen Rotkreuzwagen bestellt. Das sind dann mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren. Und da haben sie mich untersucht und haben gesagt, sie haben nichts am Blinddarm. Dann hat sie meinen Onkel angerufen, mein Großonkel. Der ist Staranwalt gewesen in Stuttgart und hat zu dem gesagt, du hör mal, ich komme hier nicht weiter. Das Kind steht kurz vor dem Blinddarmdurchbruch. Du rufst jetzt mal einen Chefarzt an, den du kennst. Und dann lass mal die Sache machen. Und schon lag ich auf dem OP-Tisch. Wenn du aufwachst, ist alles vorbei. Dabei wird die tatsächliche Ursache entdeckt, eine harmlose Zyste. Dass eine Mutter so viel Gewalt hat, einen ohne Untersuchung und ohne ärztlichen Rat da operieren zu lassen, das ist schon ein starker Eingriff für mich psychischer Art gewesen. Wird Münchhausen bei Proxy heute diagnostiziert, versucht man Mutter und Kind gemeinsam zu helfen, wie im psychotherapeutischen Zentrum Bad Mergentheim. Robin und seine Mutter sind wie viele wegen ganz anderer Probleme hier. Münchhausen bei Proxy ist selten, aber kommt vor. Professor Reinhard Plassmann ist Psychiater und Leiter des Zentrums. Die wahren Patientinnen sind die Mütter und nicht die Kinder. Die eigene Geschichte dieser Mütter ist so grauenhaft wie das Schicksal ihrer eigenen Kinder. Das sind sehr häufig traumatisierte Mütter, die also Gewalterfahrungen gemacht haben, die auch sexuell missbraucht worden sind. Oft und erstaunlicherweise oder gar nicht erstaunlicherweise, sehr oft Mütter, die genauso von Arzt zu Arzt gezogen worden sind, wie sie es selber jetzt mit ihren Kindern machen. Die Kinderseelen zu stärken, gelingt in der Regel. Die Mütter bei einer Münchhausen bei Proxy-Störung zu therapieren, ist fast aussichtslos. Die schwere psychische Störung gilt als nicht heilbar. Deshalb hat man hauptsächlich das Kind im Blick. Die Mutter soll einsehen, dass sie ihrem Kind wehtut und dauerhaft schadet. Sie muss damit aufhören und sich regelmäßig vom Jugendamt kontrollieren lassen. Nur dann kann das Kind in der Familie bleiben. Ohne Kontrolle von Ärzten und Therapeuten verfällt die Mutter schnell wieder in die alten Muster. Helgas Schicksal bemerkte niemand. Die Mutter presst sie in das Raster eines wohlerzogenen Mädchens der 50er. Doch das Bild der heilen Familie bröckelt, die Tochter provoziert und rebelliert. Die Krankheiten sind das Machtmittel der Mutter, um Helga gefügig zu machen. Der Versuch, dieses Kind in einen Patienten zu verwandeln, ist der Versuch, eine gute Mutter zu sein. Das ist der letzte Sinn dieser Störung. Weil es ihr dann einfacher fällt, dem Bild einer guten Mutter zu entsprechen. Genau, sie fühlt sich in dem Moment schlecht, wenn ihr irgendjemand ankreiden kann, dass sie was falsch macht mit diesem Kind. Und sie fühlt sich schlagartig besser, wenn das nicht an ihr liegt, sondern wenn es an einer Krankheit liegt. Helgas Martyrium hält weiter an. Mit 15 Jahren ist sie 1,90 Meter groß. Die Mutter schämt sich und sucht wieder Hilfe bei den Ärzten. Meine Mutter wollte mich im wahrsten Sinne des Wortes kleinschneiden lassen. Sie hat von einem neuen Verfahren gehört. Aus den Gliedmaßen werden dabei je 10 cm herausgeschnitten. Das hätte für mich bedeutet, dass ich anschließend ein Jahr lang im Rollstuhl gesessen wäre, bis das alles wieder verheilt werde, weil das wurde dann irgendwie genagelt und neu zusammengesetzt. Mich hat das Entsetzen derartig gepackt, dass ich geflüchtet bin. Und die Ärzte hinter mir her mit fliegenden Kitteln. Und ich habe da geschrien und die haben geschrien und dann haben mich passanten festgehalten. Zu Hause rastet die Mutter aus, reißt sämtliches Geschirr aus den Schränken. Nachbarn rufen Hilfe. Jedenfalls kamen dann welche vom Landeskrankenhaus und haben meine Mutter in die geschlossene Anstalt gebracht. Dort bleibt die Mutter lange Zeit. Helga verstummt 6 Jahre lang und unternimmt Selbstmordversuche. Die Therapie holt sie zurück ins Leben. Heute ist sie verheiratet, hat keine Kinder. Ihre Mutter lebt im Pflegeheim. Mutter und Tochter haben keinen Kontakt. Ich habe ihr vergeben, aber ich möchte trotzdem nichts mit ihr zu tun haben. Ich möchte den Fall als erledigt ansehen, damit ich meine Seelenruhe habe.